Ihr wolltet schon immer mal in die Rolle von James Bond schlüpfen? Defector macht es möglich. Das VR-Spiel aus dem Hause Twisted Pixel möchte euch das actiongeladene Agentenleben näher bringen. Neben diversen brachialen Einlagen möchte das Spiel auch mit kleinen Rätseln und Story-Einlagen überzeugen. Blöderweise verzettelt es sich dabei dann doch etwas. Das Wichtigste erstmal direkt zum Start. Die Steuerung und das VR-Gefühl funktionieren ohne Einschränkungen. Ihr bewegt euch im Spiel entweder per Teleportation oder, insofern ihr es auch vertragen könnt, per direkter Bewegung über den Control-Stick. Fühlt sich gut an und ich hatte auch keine Probleme mit Motion Sickness oder so. War quasi alles wie im echten Leben. Wie jedes VR-Spiel lebt auch Defector von seinen Interaktionsmöglichkeiten. Ihr baut halt Scheiße, spielt mit jedem Mist rum und habt einfach Spaß. Wie bei jedem anderen VR-Spiel, welches technisch funktioniert, ist das natürlich auch hier extrem unterhaltsam. Defector ist ein Mix aus Over-the-Top-Action und Agentenabenteuer. Bezüglich der Action erwartet euch genau das, was ihr von einem VR-Spiel in diesem Setting erwarten würdet. Im Flugzeug um sich ballern, während die Hülle aufgerissen wird, klar. Mit einer Assault Rifle mehrere Kampfjets vom Himmel böllern, na logisch. Aus dem Flugzeug in das nächste Flugzeug springen, na wer kennt das denn nicht? Die Action macht Spaß und ist vor allem auch abwechslungsreich. Ja, ihr macht hier fast immer dasselbe, aber durch seinen Over-the-Top-Aspekt ist es halt immer mal wieder was Neues. Hin und wieder gibt es dann auch ein paar Faustkämpfe, die zwar spielerisch recht simpel sind, aber halt die Situation gut auflockern. Neben der Action möchte Defector auch noch ein Agentenabenteuer mit gutem Storytelling bieten. Es gibt Missionen, die super ruhig sind. Hier wird nicht geballert, sondern ihr versucht zum Beispiel, euch irgendwie Eintritt zu verschaffen. Hier wollen wir zum Beispiel in einem Boxkampf vordringen, damit wir dort unsere Zielperson ausfindig machen können. Dazu müssen wir aber erst einmal eine verlorene Uhr beim Glücksspiel wiedergewinnen. Das Spiel nutzt hier nun keine intelligente Story, sondern im Kern ein paar Minispiele. Das Problem hier ist die Mischung. Der Übergang von Action zu den ruhigen Aktivitäten und dann wieder zurück zur Action ist einfach nicht gelungen. Ganz blöde ausgedrückt, das Spiel hat ein Flow-Problem. Was genau wir damit meinen? Das ist schwer zu beschreiben. Die einzelnen Elemente haben einfach keinen eleganten Übergang, sondern kommen sehr plötzlich. Wenn es dann mal Story-Sequenzen gibt, dann sind die zwar nett inszeniert und toll vertont, aber viel zu lang. Das Spiel beginnt quasi mit einem Sprung aus einem Flugzeug und lässt euch dann 5 Minuten auf einen Stuhl sitzen, nur damit ihr der Story zuhören könnt. Diese Übergänge funktionieren einfach nicht gut und fühlen sich auch nicht gut an. Defector möchte ein Casino Royale sein, versagt aber beim Zusammensetzen der einzelnen Elemente. Und das ist echt schade, weil das Spiel als solches und die Elemente als solches eigentlich gut sind. Das Puzzle fügt sich nur einfach nicht zusammen. Und ehe ihr glaubt, na jetzt geht's dann doch richtig los, ist das Spiel auch schon vorbei. Es gibt nämlich nur 5 Missionen und jede Mission ist zwischen 20 und maximal 30 Minuten lang. Bedeutet eine Spielzeit von 2 bis knapp 3 Stunden. Und dafür zahlt ihr dann 20 Euro. Ja, VR-Spiele sind ein bisschen teurer, weil die Nische halt auch bezahlt werden muss. Wissen wir, wissen auch alle VR-Spieler. Aber wenn eben diese bis zu 3 Stunden Spielzeit nicht wirklich elegant zusammengesetzt worden, dann schmerzt es halt doppelt und dreifach. Defector hat immerhin einen gewissen Wiederspielwert. Es gibt Entscheidungen in den Missionen, die ihr treffen müsst und dementsprechend verändert sich dann auch das Erlebte etwas und die Story. Außerdem gibt es noch richtig schöne Oldschool-Cheatcodes, die an die guten alten Shooter-Zeiten erinnern. Das ist cool, das ist sympathisch, aber dennoch bleibt es dabei, das Puzzle passt einfach nicht. Defector ist phasenweise ein unterhaltsames und spannendes VR-Game, welches viel zu kurz ist und nicht gut zusammengesetzt wurde. Wer die Kritikpunkte verschmerzen kann und einfach mal ein Spiel für einen netten Abend alleine sucht, der kann zugreifen, vor allem wenn das Ding im Sale ist. Von einem Spiel der Oculus Studios erwarten wir aber mehr. Und ja, das Spiel ist ein Oculus Studio Game, bedeutet, es muss über den Oculus Store bezogen werden. Dank Revive und Co. kann es aber natürlich auch mit einem Mixed Reality oder Steam VR Headset gespielt werden.